Hallihallo und herzlich willkommen! Es ist Samstagvormittag und wir sind wieder in den Kitaria Fables. Genau. Wo wir jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Aha. Gleich mal die Bude anstecken. Ja, heute ein bisschen früher, weil wir heute Nachmittag noch ein bisschen was zu tun haben und was vorhaben und ja. Einfach Dinge, ne? Wir müssen eine Möglichkeit finden, die Meeresbucht Ebene 1 zu betreten. Hinweis, lasst uns jeden Winkel der Sanddüne durchstöbern, damit wir den Schlüssel finden. Also heißt, wir... Ja, ich weiß ja nicht, was tust du denn rumklicken hier, rumdingsen? Hä? Du musst dich nur bewegen. Moment, ich hab zu scharf gegessen. Ja, das wird sein. Ich war... War da Chili im Frühstück? Wir haben ja nix. Warte mal, wir haben uns noch mal aufgeschrieben, was wir eigentlich noch... Wir müssen ja noch durch Börsenhörner machen. Ich glaube, uns fehlen nur noch die Pennies. Weil wir haben die 30 Fangzähne, 40 blauer Schleim. Haben wir. Dann müssen wir nur noch sparen. Jetzt nur zwar noch wissen wir 5000. Halt nicht wie, aber ich weiß nicht. Und dann wieder Sachen anpflanzen. Oder Sachen verkaufen. Gibt's hier irgendwas, was wir... Weiß ich nicht, vielleicht die Fledermausflügel? Die können wir direkt nachfarmen, wenn wir sie brauchen. Wenn die überhaupt... Wie macht man das nochmal? Achso. Warum habe ich die Gießkanne einstecken? Weil du gegossen hast. Vielleicht den Schleim? Den hier meine ich? Ja, den. Den ja, da. Ja. Weil den ja, da werde ja ich... Der gibt zwar nur 5 Pfotenpfennies, aber alles hilft. Wahrscheinlich müssen wir sowieso. Bernstein heben wir auf, die Insektenflügel würde ich aufheben. Ja, ja, die brauchen wir bestimmt für irgendwas. Hyänenmarken. Weiß nicht. Die weiß ich auch noch nicht. Für irgendwas hatten wir, haben wir ja die Ork-Marken. Wir können gebraucht. Die Ork-Marken? Können wir, glaube ich, verkaufen. Ja, wenn nicht, dann farmen wir die halt ja, auch dann, nach. Genau. Und das da können wir auch nachfarmen. Ja. Hauptsache, wir behalten den Panzer. Also ja, so Sachen. Die wir nicht unbedingt. Ja. Die der Kohl, den behalten wir. Die können wir verkaufen vielleicht. Harte Schale heben wir mal auf. Sonnenstein heben wir auf. Diesen Saft. Man weiß ja nie. Den da oben, ne? Ja. Wir haben schon 108 davon. Ja, ich glaube, weil die Golems und die Monster im Wald, die tun... Außer wir gucken einfach, was das dann zusammen alles gibt. Ja, ja, mach mal. Ich denke, den Saft können wir auf jeden Fall nachproduzieren. Was hast du denn mit deinem linken Trigger? Was musst du denn da immer rumklicken? Hä? Ich glaube, der ist kaum von Traveler's Rest. Ah, ja, ja. Das ist schneller laufen, ja. Aber hier rollt man ja. Ja. Hier kann man nur rollen, nicht schneller laufen, nur rollen. Ach, guck mal, wir haben ja noch. Ja, du kannst ja den anderen Kram dazu schmeißen. Ja, guck mal, und dann haben wir das Geld zusammen. Dann haben wir das Geld zusammen, genau. Guck mal. Ja. Oh nein! Wir sollten nicht so viele verschiedene Spiele mit verschiedenen Steuerungseinstellungen spielen. Es ist mein Mana leer. Ja, dann... dann nicht rumrennen. Wir haben einfach Zeit. Einfach rollen. Nicht genug Ausdauer. Ja, kannst dann, mich mal sonst nicht beamen? Ja doch, natürlich. Jetzt gehen meine Ohren auf und so, das ist schön. Yay!
So, das sollen die Sanddünen. Ey, der geht schon wieder los. Eigentlich müsste er sich damit selber treffen. Wohin müssen wir denn jetzt genau? Ja, wir sollen die Sanddünen durchsuchen nach dem Schlüssel. Genau. Das war ich diesmal nicht. Nee, der ist zu nah rangelaufen und dann... Mann. Wo bin ich eigentlich hier? Oh Gott, ich sterbe gleich. Okay. Meine Lebenspunkte. Ich wollte gerade fragen, ob du nicht was essen möchtest. Achtung! Puff. Ja, dann warten wir jetzt halt den Moment, bis... Ab hier ein Plan. Stehst doch im Feuer, du Dödel. Ah, jetzt. Du hast einen blauen Fleck. Ja, Mom. Hast du dich schon eingerannt? Das tut weh. Ja, wenn man drauf drückt, dann tun blaue Flecken immer weh. Noch einen Kupfer. Warte mal, soll ich mal auf die Karte gucken? Ja. Ah, okay, in die westliche Sanddüne. Da wo wir... Nein, keine Ahnung. Ja, dann geh raus. Ja, jetzt... Also hier hoch wahrscheinlich. Hier hoch und dann... Nee. Das war... Schieb ihn mal ins Feuer. Ah, das ist die östliche. Ja, aber von der östlichen kommen wir in die westliche. Mal da außen rumlaufen. Wir ignorieren die, oder? Ja, wir. Ja, noch mehr. Wo bin ich? Au. Ja, ich finde das ein bisschen zu krass hier. Ja, das ist
Also die Hyänenkrieger, die so schnell kannst du gar nicht reagieren, bis wie die dann auch zuschlagen. Den Bereich, wo die zuschlagen wollen, und dann da musst du schon gedrückt haben im Grunde genommen. Oh Mann, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ja, sowieso nur Buttermesser. Das dauert so ewig. Man kann sich aber auch nicht auf einen konzentrieren. Ja, ja. Ach, ich bin... Einer ist drin. Den falschen Au. Genommen. Okay. Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass diese komische Schlange den hat. Ach, guck mal, da liegt's. Nein. Ich hab das eingesammelt und ja. Die Quest wurde aktualisiert. Ja, anscheinend. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das generell so dann ist. Oder wohin sollen wir denn jetzt bringen? Ja, jetzt müssen wir wieder an den Strand, glaube ich. Ja, willst du nicht vorher also erstmal nachgucken? Ja, Entschuldigung. Geh zur Höhle in der Nähe von Meeresbucht, Ebene 1. Ist das nicht da? Nein, das ist am Strand. Rennst du da immer weg? Ja, und du guckst vorher nie nach. Da kommen wir doch her. Nein, von da oben kommen wir. Du konntest öffnen. Yay! Haben sie das endlich geändert? Keine Ahnung, wir müssen das beim Schlafen dann mal. Mhm. Oh, je.
Es klappt! Der Schlüssel funktioniert! Oh ja! Ich bin wieder da! Puh, ich bin froh, dass wir keine Piraten über den Weg gelaufen sind. Doch. Naja, egal. Gut, Jan. Mal sehen, was wir hier haben. Finde das zweite antike Relikt. Und dann verpisst er sich wieder, ne? Ja, ne? So total nutzlos, das kleine Ball. Okay, die sind erstmal des Schatzgoblins. Die, ich glaube, wenn man die platt macht und so weiter, lassen die tolle Sachen fallen oder so. Wir müssen erstmal hier einen Weg runterfinden. Nee, da runter nicht. Wir müssen nur einfach nur außen rumlaufen. Ah, okay. Wir müssen wir platt machen. Oh nein. Oh oh. Scheiße. Ja, hat es ja eben vollgebracht. Oh, Goldbarren. Goldbarren, das ist natürlich gar nicht so schlecht. Hallo? Ja, ich... Also was, die haben sich echt einen Scheiß hier ausgedacht. Dass die den noch nicht mal ausblenden lassen. Oder kann man das in den Einstellungen? So, du willst ja nicht vergessen. Ach, das ist nur halt... Ja, das so ist aus. Schein. Sonne. Nein. Hier gibt's keine Sonne. Da vorne ist dann bestimmt ein Boss drin oder sowas wieder. Da hinten sind eigentlich auch noch Kisten. Ja, doch dahin. Was dramatische Musik. Ja, ne? Kamera hätten sie noch ein bisschen machen können. Ja, was soll das? Ja, genau. Bitte. Das war... Also zumindest, dass man dann hätte... Entweder muss die Kamera dann vorspringen, das... Ja. Ich glaube, wir müssen die... anderen Sachen auch töten. Meinst alles? Ja. Ja, ich... Oh, da sind Kisten. Na. Da unten ist noch so eine. Ich denke mal, wir müssen nur die Blatt machen. Man sieht halt nichts, ob der angreift oder so. Was ist denn das für ein... Irgendwas, glaube ich, lag da noch, aber... So, dann muss man jetzt von der anderen Seite wieder dran. An welcher anderen Seite? Alles fehlt.
Okay, das heißt, wir müssen den... Oder hier versteckt sich noch irgendwas. Was ist das? Seit wann ist man denn gezwungen? Ja, das ist halt der Boss dafür. Ah, deswegen ist da auch zu. Entschuldigung. Wenn man nicht platt kriegt. Ja, es dauert dann halt wieder. Ja, der kriegt wenigstens Schaden, nicht so wie die. Das ist nicht gut, wenn wir. Ja, dann lass den mal. Was macht der? Das möchte ich gerne auch können. Ich bin gleich tot. Es ist so bescheuert. Jetzt noch weiterlaufen müssen. Ja, wenn ich aber 10 Schaden pro Dings kriege, wenn das feuert, dann hilft mir jetzt nicht, wie weit ich laufe. Doch, dass der nicht nochmal draufhaut. Ja, was essen? Können wir jetzt... Du hättest dich auch nicht vorher treffen lassen brauchen. So. Wir hätten auch einfach alles ein bisschen... Sollen wir jetzt diese Sachen kaufen? Ja, jetzt haben wir genug Pennies. Jo. Ich habe einen Silberschlüssel, wo kommt der denn jetzt her? Warum konnte ich dann die eine Kiste nicht... Weil wir die wahrscheinlich erst da drin gekriegt haben. Ja, oder aber da... irgendwo. Ja, okay. Mir eigentlich wurscht. Willst du nicht alles rauslegen? Wieso, die Schleime und aber die Pflanzen... Aber du hattest da noch was drin. Da ist da noch den anderen Müll. Obsidian, den wir nicht brauchen. Und die Feenflügel. Oder Insektenflügel. Und... Der andere Kram ist... Deine Sand. Spitzhacke. Die nehme ich immer mit. Okay, dann nimmst du die halt immer mit. Ah ja, ich nehme sie immer mit, damit wir überall... Ja, ich hab's ja jetzt begriffen, dass du sie immer mitnimmst. Was denn los? Gar nix. Das glaube ich dir nicht. Nur dieses Kampfsystem geht mir um den Sack. Ja. Weißt du, wir können uns halt selten ein besseres Schwert leisten. Bessere Rüstung, weil alles schweineteuer ist. Und ja. Du aber mit dem, was du hast, nicht so viel Geld reinbringen kannst. Wollen wir die bösen Hörner, ne? Ja.
bringt das denn auch was, ja, ne? Ja, die physische Verteidigung und Betäubenwiderstand. Weiß ich den Rest in die Kiste? Gut, wir es kaufen. Nimmst du nicht das schon mal anziehen? Ja. Aber Lebenspunkte haben sich nicht verändert. Nee, die Lebenspunkte verändern sich da nicht. Das, die Verteidigung erhöht sich. Lebenspunkte ändern sich nur, glaube ich, bei der Rüstung. Brustrüstung. So, dann laufen wir halt mit Flügeln und Hörnern durch die Gegend. Und uns das was bringen. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Vielleicht kriegen wir dann nicht so viel Schaden, weil die... Ja, rein, ne? Ja, oder westliche. Ja, ja, nee. Sanddüne. Also wir müssen südlich. Wir müssen an den Strand. Ich habe halt nur überlegt, was jetzt... näher dran ist. Oh, schwer. Oh Mann, meine Ohren gehen mir auf den Sack. Dann machen wir kurz. Es tut ja nicht weh, aber es ist irgendwie was mit Pause wird da nichts helfen. Es muss von alleine wieder gehen. Also es wird weniger mit dem lauter und leiser. Ding Dong. Bin wieder da. Ihr auch. Na, mehr Schaden machen wir trotzdem nicht, ne? Hey, wir halten aber dann mehr auf, beziehungsweise wir kriegen, wenn wir getroffen werden, nicht so viel Schaden. Dann werden wieder schon einmal egal. Ach, nur 10%, ja, stimmt. Ein magischer Widerstand. Ja, ich dachte gegen Betäubung. Ja. Du bist doch auch gar nicht betäubt worden. Ja, doch. Ich war auch betäubt. Ich dachte, das wäre nur der. Wen habe ich denn jetzt? Den da hinten. War doch eine Silbertruhe, ja, ne? Ja. Aber ja, jetzt dann mal gucken. Dunkle Flügel. Was machen die? Ja, das gucke ich jetzt nach. Bewegungsgeschwindigkeit plus 20%. Aber der Lebensklau ist mir vielleicht... Ja. Ja, Lebensklau, ja. Ja, ne? Gut, Geschwindigkeit halt auch. Aber was bringt's, wenn du schneller bist als ich? Ich werde dann ständig zu dir gebeamt. Ja, ja. Ich wollte auch ausweichen. Ach, wo kämpfe ich hier eigentlich?
Einer. Ich glaube, das war's dann. Ja. Genau in dem Moment geht die Wand aus, wenn der gerade da wieder hinstellt. Ich finde den trotzdem unmöglich. Mit unseren Sachen. Ja, das ist dann. Ja, genau. Lass ihn mal da reinlaufen, so ein paar Mal. Der ist noch eingefroren, deswegen. Ja, und ich bleib einfach stehen. Dann lauf ein bisschen. Ja, ich bin da schon. Dauert immer noch zu lange. Hauen. Hat er mich jetzt denn bitte? Ah ja, du warst mittendrin. Ja, ich find's auch scheiße. Ich das Ding da irgendwie getroffen, ne? Ich soll halt jetzt mal ein bisschen. Nee, bleib ruhig. Also du musst. War ich. Wurde ich schon wieder überrollt. Ja. Dann Frieden doch mal zu. Ja, gut. Und einfach zwischendurch einfach mal einfrieren, bis ich dann wieder. Ja.
hoffe, der steht bequem. Ja, genau. Man sieht hier überhaupt nichts. Aber egal. Jetzt kommt, glaube ich, wieder Reifen, oder? Moment, ist er mal voll für einen Moment. Ching hinterm Felsen. Es tut mir leid. Ja. Ja, wenn ich in diesem Felsen da hänge und nicht weg rollen kann. Ah ja, er kann da hinten dran vorbeilaufen. Natürlich, das ist ja auch verbuggt. Hehe, hast du denn. Ja, gegen das haben wir doch überhaupt keine Chance. Du musst den wieder einfrieren. Bist gefroren. Ja, der hat sich aber trotzdem bewegt. Brauchst du so viel länger als ich? Weil ich der Unterbauer so, bin. Hast du das immer noch nicht begriffen? Oh Mann! Ich wollte ja weg! Ja. Ich hab mich doch schon weggerollt. Es tut mir leid, aber... ja. Aber so ähnlich wie du vorhin auch schon... hingefallen bist. Jo. Jo. Ja, ich lass mich doch dann nicht jedes Mal dann anmachen. Oh von ja, dir. Bla bla bla. Das Spiel ist in der Hinsicht scheiße. Ich meine, wir sind auch zwischendurch unfähig, ja. Ja, aber ist das also... Jetzt müssen wir wieder gucken, ob wir uns ein besseres Schwert machen lassen sollen. Hört wahrscheinlich zu jetzt noch. Natürlich, die sind doch alle faul bis... Ah, Mann. Guck mal. So ein Scheiß. Wie willst du dir das alles leisten können, wenn die Rüstung 5000 kosten? Die haben sie nicht mehr alle. Ja, du guck dir doch ein bisschen dann immer so, ja, okay, wir müssen jetzt 10 Tage lang nur Sachen anbauen und das Pennys ist doch sammeln. Langweilig. Ah ja. Ich darf nicht schlafen, also das hat sich nicht geändert. War reiner Zufall, dass das mit dem Schlüssel funktioniert hat. Ja, ne? Es regnet. Ja. Brauchen wir ja nicht gießen. Weil ich leg mal die Barren ab, die ich jetzt hab. Wir waren so weit. Ja. Und das hat auch schon lange gedauert, bis wir da jetzt... Dann lass uns doch mal...
Ja. Wir werden zuerst nach Schwertern gucken wollen. Ich wollte ja auch nicht nur mit dir babbeln. Also, das da haben wir. Gladiatorenschwert. Brauchen wir 10 Silberbarren. Und jeweils 10 Dings. Das ist doch unmöglich. Ich glaube, wir haben auch erst 2 Sonnensteine. Da sind es 18.000. Und da sind es 25.000. Behebt mal die Preise. Ah, guck mal, hier brauchen wir die Hyänenmarken. Ja, und wir kommen noch nicht mal annähernd so weit mit dem Geld. Also, keine Ahnung, ob das Spiel... Also, ich kann es nicht empfehlen. Nee, es ist schon frustrierend. Also, an manchen Stellen macht es halt Spaß. Ja, manche Sachen sind lustig und so weiter und machen Spaß, aber... Und allgemein sieht es ja... Ja, nicht schlecht grafisch aus, kannst du nichts sagen. Aber... Nee. Wenn man es jetzt wirklich nochmal mit Stardew Valley, das ist ja auch Kämpfen, Farmen und seine Ausrüstung verbessern. Ja. Selbst da hält sich das vom Preis her in Grenzen. Oder? Ja, vor allem die Sache ist... Mit den Schwertern, ja, die sind auch teuer, aber man kommt wenigstens auch mal vom Preis irgendwann mit dem Einkommen auch mal dahin. Das ist es. Die Hier merkst du überhaupt nicht, dass du weiterkommst. Weißt du, kaufst für so und so viel 1000 irgendwas zum Anpflanzen und kriegst noch nicht mal, machst damit noch nicht mal genug Gewinn, ja, dass es spürbar ist. Ja, das ist das, was... Stardew Valley ist in erster Linie Farmen und dann in zweiter Linie, dass du halt Kämpfe machst. Weil sich, dass du in die Mine gehst. Ja, aber gehst es ist doch so auch so kombiniert. Und hier hast du das Gut, Gefühl... Gut, hier hast du noch eine Story, die du... Ja. Aber wo du dann nicht weiterkommst, die wenn du ist scheiße halt im, bist. Die ist aber im Vordergrund, die Story. Und das, im Grunde genommen, das Farmen ist im Hintergrund. Aber du hast nie so dir richtig das Gefühl, dass du dich auf eins konzentrieren kannst. Heißt, weil die Story sagt, also wir müssen ja in die Richtung, weil du willst ja die Story machen. Ja. Heißt, ich hätte es jetzt noch verstanden, wenn du Sachen anbaust und damit baust, kannst du dir deine eigenen Heilgeschichten machen oder ja, sowas. Ja, ich meine, du machst dir ja Futter damit. Du kannst das ja essen, aber eigentlich brauchst du das Geld. Ja, du brauchst das Geld und das ist es. Heißt, du kannst ja, das nicht zum Essen behalten eigentlich. Ja, du kannst dir überlegen, heile ich mich oder kaufe ich mir neue Ausrüstung? Aber weißt, wenn du halt zu zweit spielst und jeder halt eine bessere Rüstung will, dann musst du da echt reich sein. Ach, ich sehe schon wieder mich nicht. Ja. Das ist das andere Problem. Dieses Ding, dass diese Objekte nicht in den Hintergrund verschwinden. Teilweise geht's doch in Torchlight auch. Es geht in anderen. Ja, es geht in anderen Spielen. Bei geht manchen, das. Ja, da ist dann hier. Ja, hier am Rand und so weiter kann ich das ja noch nachvollziehen. Aber dass hier so hinter einem Felsen du dich nicht siehst und so weiter, das ist nicht. Nicht die Regel. Genau, der muss jetzt da auch drin rumrennen. Na, der greift auch schon an. Guck jetzt mal, dass wir den Kleinkram hier noch wegkriegen. Ja, genau. Wo bin ich? Ah, oh, ich glaube. Echt scheiße.
Auch dass jetzt so viel los ist. Aber das ist halt wieder rummeckern, ne? Haben ja gar keine Wahl. Ja, das frage ich mich gerade auch, als ich gesehen habe, dass ich mit dem Felsen kämpfe. Okay. Steckst du jetzt fest? Nein, also der. Oder ist der jetzt von der... Hallo, hier sind wir. Oh. Also wenn, dann müssen wir uns was anderes überlegen, was wir spielen. Ja, bitte. Weil, wenn das hier jetzt... Ich habe halt einfach auch... Ich will eigentlich in der Story halt weiterkommen, ja, und nicht, ja, erst natürlich ein neues Schwert. Kann ich ihn da hinten rausbuxieren? Natürlich brauchen wir einen. Also ich bin, ja, mir ist ja klar, dass wir ein neues Schwert bräuchten, aber eigentlich haben wir das doch erst. Naja, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir die Schwerter erneuert haben. Aber die reichen halt für die. Oder wir brauchen andere Angriffe, die wir verbessern müssen, aber die kosten halt auch Geld. Die kosten, ja, die kosten dann auch die, diese, wobei, Sphären, die wir nicht haben, im Zweifelsfall. Und tot. Ist das nicht schön? Vor allen Dingen, diesen Angriff weißt du nicht, wann er ihn macht. Heißt, den Feuerballangriff, den er macht, dann wirst du zumindest, kriegst du einen roten Rand, dass er auf dich zielt. Hier hast du immer noch den Bereich, der angegriffen wird. Heißt, und bei dem anderen, dann macht er halt nur wah, und dann macht er diesen Angriff. Und wenn du halt falsch stehst, dann hast du halt Pech gehabt. Jetzt kommt wieder so ein anderer. Achtung. Ich glaube, gleich kommt auch wieder. Ja. Du hast hier mal Sendepause. Big Papa. Jetzt schläfst du noch mal eine Runde. Oh. Ja, hör auf, wir können auch. Ja. Wieso? Woher will der denn wissen, dass ich da? Ja, jetzt hast du. Kannst du noch 5 Sekunden? Ja. Und der Scheiß, weißt du, was soll das? Dann teilt die Bildschirme halt. Am Anfang war ich eigentlich total begeistert von dem Spiel. Also ich meine, als ich die Demo gespielt habe, da fand ich das eigentlich ganz nett und interessant. Aber wenn man dann so das Spiel mal so drin ist und sieht, was alles so kostet und solche Bosse hat, dann kann ich erstmal nur abraten, das Spiel zu kaufen. Also. Ja, ja. Raus, du Bilder. Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder das Rad.
Nein, ich werde erst abgefackelt. Geh mir doch nicht auf den Sack, du Kleiner. Der trifft halt immer, weißt du, was soll das? Ach Mann. Wann kommt das Rad da? Stunden später. Ja, ja. Das dauert halt auch ewig, bis du den dann auch platt hast. Und dann kommt er wieder angedackelt. Klar, das Spiel soll ja auch Dingsen, weißt du? Das soll ja nicht Pipifax sein. Ja, danke. Ja, halt's Maul. Bäh, kann ich auch. Meine Hunde, das ist auch so ein netter Zeitgenosse gewesen. Oh aus ja, genau. Bei Darksiders. Darksiders. Also, man hat halt nie irgendwie. Oh, danke. Ja. Super. Wo? Wenigstens kommt man da hinten raus. Oh Mann. Ja, das ist. Wieso kann der nicht eingefroren bleiben? Ja, die Klappe. Na, bleib mal immer am Tiefkühler. Blöder Sack. Also, ich meine ihn, ne? Nicht dich. Ja, ja, das ist mir schon klar. Oh nein. Wieso treffe ich ihn nicht? Ist er unsichtbar oder was? Da kommt das Rad. Das Rad deiner Träume. Ich habe jetzt keine Geduld mehr mit dir. Blöder Hund. Das muss man noch weiter. Was kommt denn dann als nächstes? Ich glaube, wir können jetzt da einfach nur das Relikt einsammeln. Ich hoffe es, dass da jetzt keine Monster rumrennen. Ich traue dem Frieden nicht. Guck dir das an, 5 Pennies. Oh mein Gott. Ja, das spüre ich hier sofort. Das ist doch irgendwie. Wer war denn das? Da war doch ein Münzbeutel. Ist das ein. Ach, das ist die. Du hast den Münzbeutel. Ja. Mit einem Haufen Münzen. Dann was macht man mit denen? Kann man den verkaufen oder? Ja, wahrscheinlich. Kann man den dann zu Dings bringen? Komm. Muss erst hochfahren. Zu der Tante am Strand, die den Schatz haben wollte.
Unsere geliebte Natur. So, warte mal, jetzt gucken wir mal, was wir machen müssen. Finde das zweite. Ja, und ja, jetzt? Melde dich bei Elbi, dem Blödmann. Ich meine, dem Weisen. Bei dem Weisen. Ich meine, das ist wenigstens noch jemand, mit dem man reden kann. Oh ja, der. Das ist so unnötig, hallo. Ja, ne? Bist doch nebendran, also. Nee, also wenn ich nochmal zurückdrehen könnte. Ah, jetzt kommt irgendwie. Ah, ich bin müde und hungrig. Was wollen wir zu Abend? Du kriegst erstmal gar nichts, du faules Stück, ja? Ja, wir haben jetzt 2 Tage lang an diesem Boss rumgearbeitet. Nun, nun, was haben wir denn da? Oh nein. Ich habe da so ein weiteres Relikt gefunden. Wer bist du? Du siehst aus wie... wie soll ich sagen? Ich bin ein böser Zwilling. Cousin, Entschuldigung. Fast, das ist der böse Cousin. Dritten Grades. Und das macht uns zu nichts. Ich wusste gar nicht, dass ich Cousins habe. Ja, du bist ja auch immer irgendwo im Inventar drin. Du hast kein eigenes Leben, Junge. Da kann man schon... Dann weiß man auch nichts von seiner... Verwandtschaft. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie ihr... Schlüpft ihr aus Eiern oder... Weißt du? Das sieht aus wie eine Blume. Onkel Payne hat darüber nie was gesagt. Ja, wieso soll der auch mit dir reden? Nun, vielleicht hat er es vergessen. Oder er war zu beschäftigt damit, die Welt von Grausamkeit zu befreien, als ob nur er dafür verantwortlich wäre. Also, lieber Cousin, du hast mir mit dem Fund des Relikts einen großen Gefallen getan. Ich werde es dir abnehmen. Cousins würden sich ja nie betrügen, oder? Nein, warum soll ich dir trauen? Wir kennen uns kaum. Oh, dieses Kätzchen hat dir nichts erzählt. Oder es ist vielleicht genauso unfähig, die Situation zu begreifen. Tja, ihr armen kleinen Schweine. Wir sind immer noch Katzen, ja, das weißt du. Wer wär's damit? Ihr gebt mir das Relikt und ich gebe euch ein paar Informationen zur Kalamität. Nein, danke. Ihr braucht doch ganz verzweifelt diese Informationen, um den endlosen Kampf. Wenn der endlos ist, gehe ich rein. Ja. Das ist doch schon im Wort endlos. Um den endlosen Kampf endlich zu beenden, oder? Jeder im Königreich braucht sie, besonders die Kollegen von der königlichen Armee. Ach, warum? Jan, was sollen wir tun? Ja, du gehst jetzt erstmal ins Körbchen. Ich versichere dir, ich bin nicht dein Feindkind. Doch, das bist du. Wenn du so kommst mit Kind, ja. Ja, ne? Fehlt jetzt nur noch, ich liebe es wie dein Haar vom Winde verweht. Und dann hätten wir es. Unsere Ziele sind dieselben. Wir wollen beide das Ende dieser Kalamität. Warum glaube ich ihm nicht? Ja, wir haben nur unterschiedliche Methoden. Ich glaube dir nicht. Ich weiß nicht, ob uns die Wahrheit... Du oder wir, Bobala. Ob du uns die Wahrheit sagst oder nicht. Wenn du dieselben Ziele hast wie wir, dann lass uns einfach unsere Wege gehen und gut ist. Nun gut, wenn es denn sein muss. Ich habe keine andere Wahl, als damit umzugehen. Und jetzt müssen wir noch... Tut mir leid, dass es so kommen musste, Cousin. Wenn ich dich in die Finger krieg, mein Freund, dann bist du danach nicht mehr lila. Und jetzt haben wir beide nur so 20 Lebenspunkte. Ist doch scheißegal. Mehr. Wir sind jetzt aufgefüllt. Es wird schneller enden, als du denkst, ja, ich weiß. Was? Nein, was? Das sieht gefährlich aus. Mach dich bereit, Jan.
Aha, tschüss. Tschüss, ich gehe jetzt mal in deinen Rucksack. Und wenn der wenigstens auch mal mithelfen würde, der kleine. Ja, ne? Blödmann hier. Der ist so süß, ja. Der kann nicht kämpfen. Und wen haben wir wieder am Arsch? Das mit dem Hallo. Guck, siehst du, du bist nicht voll. Ja, ich bin voll. Guck mal, weil ich Unterbauer bin. Gerade so. Ja, ist scheiße, wenn man den dicksten Schnee herbeiruft, ne? Weg. Kann das sein, dass der immun gegen den Eis ist? Der auch sonst hat er. Hey, wo bin ich? Oh nein, habe ich jetzt schon wieder eine Behinderung? Nein, er ist. Jetzt hat er mich eingefroren. Ach, hier bin ich. Oh Mann. Das ist so blödsinnig. Da wäre ich dafür gewesen, dass wir dem einfach diesen Scheiß gegeben hätten. Ja, hätten wir. Ja, haben wir ja aber nicht mal die Möglichkeit gehabt. Ja, weil wir halt auch hier nichts zu melden haben. Und also mit den Schwertern kriegen wir dann nichts auf die Reihe. Das ist. Ja, aber das wird ja erstmal 5 Jahre brauchen, bis wir die wieder erneuert haben. Ja. Bin am Boden. Aber ich hatte ja auch nur noch irgendwie 7 Lebenspunkte oder sowas, also von daher. Mach du ruhig deinen Ramazamba, du Blödmann. Juckt mich nicht! Was tue ich denn? Dann sowieso dann irgendwie. Ja, ich sollte vielleicht irgendwann mal angreifen, aber ich weiß nicht, wann ich das ausnutzen soll. Der scheint mir sowieso ein bisschen blöd zu sein. Wann darf man da denn eigentlich? Jetzt sollte man da auch nicht reinlaufen, ne? Okay, die machen wenigstens ein bisschen Schaden hier da. Kriegt immer 19. Oh, weg. Ja, komm doch mal hier hin. Mir ist halt auch meine. Ah. Das hat. Komm. Bleib doch noch ein bisschen im Feuer stehen. Falsche Richtung gelaufen. Die Armen, die da drin wohnen, in der Holzhütte. Ja, ne? Lauf ich denn eigentlich hin? Ja, ist weit. Lauf! Der ist wenigstens. Ich habe bei dem das Gefühl, dass man da wenigstens auch vorankommt. Ja. Bei dem da drin, der war ja schlimmer, meiner Meinung nach. Ja. Wieso mache ich dem keinen Schaden, wenn ich da doch. Hallo? Nein, bitte nicht.
Ach, ich war ja gefroren. Es tut mir leid. Der ist ja frostig. Mach ich denn? Dann kannst du ja gleich wieder den Angriff machen. Cool. Hätten wir jetzt noch wieder... Hoppla! Ich hatte keine Ahnung, dass er das tun kann. Oh, so blöd. Bist du in Ordnung, Jan? Nein. Nein, bin ich nicht. Wir berichten das besser den Weisen. Wir gehen dahin. Also es ist so... Naja. Oh, guck mal, Fallschauer. Haben wir jetzt gelernt. Ja, dafür, dass wir keine Bögen benutzen. Ach ja, Entschuldigung. Weil Pfeil und Schwert kann man nicht gleichzeitig benutzen. Nee, gleichzeitig nicht. Du suchst dir eine Waffe aus, sozusagen. Entweder Schwert, also Nahkampf oder Fernkampf. Aber der Anfangsbogen kostet ja auch schon irgendwie 1000 oder sowas. Und der ist jetzt schon wieder zu schwach. Der ist ja jetzt zu schwach, ja. Das hätte man am Anfang wissen müssen, dass man da sagt, okay, ah ja. Was ist los? Warum seid ihr so aufgeregt? Wir sind mit dem Relikt zurück. Das sind gute Neuigkeiten, aber ist irgendetwas geschehen? Was glaubst du? Warte. Hast du jemals jemanden oder etwas getroffen, das aussieht wie ich? Was meinst du? Guck mich doch an, so wie... Nun, Schleimer sehen dir recht ähnlich. Ah, nicht die! Vollhorst. Ich meine eine Kreatur, die mir stark ähnelt, mit anderen Farben. Zum Beispiel lila. Lila? Etwas, das wie du aussieht, aber ich noch nie zuvor gesehen... Etwas, was wie du aussiehst, habe ich noch nie zuvor gesehen. Muss zugeben, dass ich bei unserem ersten Treffen dachte, dass du zu den Monstern da draußen gehörst. Nur mit der Fähigkeit zu sprechen. Ich habe keine Kraft zum Streiten. Ja, das haben wir gemerkt. Ach so, Moment. Das ist sonderbar. Können Monster nach Belieben ihre Gestalt ändern? Können sie eine Person imitieren? Dazu braucht es weitere Forschungen, aber ich nehme an, dass Monster durch genug Magie das Sprechen lernen könnten. Habt ihr eins getroffen? Ja, mehr oder weniger. Sie wollten, dass ich ihnen das Relikt gebe. Ich habe natürlich abgelehnt. Wenn das so ist, dann Prost. Wenn das so ist, wie du sagst, und sie sprechen und eine Person imitieren können, dann werden die Leute früher oder später in Gefahr sein. Diese Sorge hatte ich auch. Wenn wir mit der Suche nach dem Relikt zu lange brauchen, haben wir vielleicht nicht genug Zeit, um jeden zu retten. Wir müssen uns beeilen. Es ist nur noch ein Relikt übrig. Nur noch eins? Ja. Hoffentlich ist es nicht irgendwo versiegelt, wo es total gefährlich ist. Danke, ja, im Winter. Wir machen jetzt erstmal Urlaub. Ja, sowas, ja. Ne? Ich habe so eine Vorahnung, dass diese Hoffnung nicht erfüllt wird. Ja, wir auch nicht. Seid tapfer, möge das Licht immer euren Weg erhellen. Das heißt, wir haben das bald vielleicht durchgespielt? Von der Story, ja? Dann kann... Du kommst mit leeren Händen.
So unbereit. Blablabla. Meine Liebe. Du hattest mir versichert, dass du es alleine hinbekommen würdest. Du hast versagt. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, Ma'am. Hör mit dem Getue auf, Chat. Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir können nicht zulassen, dass sie an das letzte Relikt kommen. Ja, aber... Diese Logik... Ja, die sind doch... Ich weiß, ich werde mein Bestes tun, sie aufzuhalten. Das solltest du auch, sonst... Du weißt schon. Dann wirst du nicht mehr lila sein, sondern vielleicht blau oder grün. Oder ein Nichts. So, und jetzt? Jetzt sind wir mit den Quests wieder rum oder so? Warte mal. Führe das letzte Relikt. Besorge das letzte Relikt der Wahrheit. Wieder. Kehren wir zurück zur Bergregion und sehen uns um. Vielleicht gibt es da ein paar Hinweise zum Schlüssel oder Dungeon-Siegel. Ja, dann machen wir das. Oh. Vielleicht am nächsten Tag, dann sind wir wieder auf voller... Auf voller Ladung. Damit wir am nächsten Tag wieder auf halbe Ladung sind. Ja, genau. Damit wir uns direkt voll geladen verprügeln lassen können. Aber das ist doch beruhigend, wenn das schon das letzte Relikt ist. Dann müssen wir noch 27 Bosse töten. Ach oder? Nein, ja, die Nebenquests kommen ja auch wieder, damit man noch länger dranhängen muss an dem Spiel. Können wir mal gucken, ob man diesen Beutel da verkaufen kann, ob der uns dann sagt, was der bringt. 2.500 gibt der Beutel. Das ist ein Viertel von dem Schwert. Schön. Ja, ne? Soll ich den dann jetzt verkaufen? Ja, verkauf. Ah ja, verkauf ihn. Wir haben hier einen Kupferschlüssel. Ja. Behalte ich mal hier drin. Was habe ich sonst noch? Ach ja, das. Für das haben wir auch keine Belohnung gekriegt, ne? Dass wir das Relikt jetzt aufgespürt haben. Ja, und so abgegeben. Richtig. Ja. Also zumindest wirklich. Nicht spürbar. Also an unseren Pennies hat sich nichts geändert. Nee, an den Pennies hat sich nichts geändert. Und das ist doch scheiße, oder? Jupp. Was haben wir eigentlich? Ein paar hundert Pennies, weil sie sich durch die... Ich hab gesagt, schlafen. Schlafen. Schlafen, 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 schlafen. Schlaf, 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 schlaf. Wow. So, dann gehen wir halt in die Bergregion. Genau. Und dann, wenn wir da fertig sind, müssen wir wahrscheinlich irgendwo jemanden finden, der wieder seine Brotdose hat liegen lassen. Genau. Weil wir da auch total scharf drauf sind. Guck mal, wir haben schon 4.000. Ja. Anja, geht's aufwärts. Was ist? Nix. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir ja nochmal bei diesem komischen Teleport ab. Ach, guck mal. Was willst du denn? Mein Retter, wir sehen uns wieder. Was bringt dich hierher? Sammelst du ein paar Rohstoffe? Versuchst du den ewigen Winter? Ich kenne eine Geschichte dazu. Weiß aber nicht, ob es sich um ein bloßes Märchen handelt. Dann fang mal an. Willst du sie hören? Ja, natürlich. Sehr schön. Die Leute, die hier lebten, als ich herkam, sprachen von einem Fluch. Vor langer Zeit lebte ein Drache auf der Spitze des Berges. Jetzt ist er umgezogen. Hoffentlich.
Gerüchte halber beschützte er das heilige Land und den Schatz unter diesem. Viele Abenteurer versuchten, das Land und seine Schätze an sich zu reißen, doch sie fielen den Gefahren des Berges oder dem mächtigen Atem des Drachen zum Opfer. Dann eines Tages besiegte ein tapferer Ritter den Drachen. Als er starb, verfluchte der Drache das Land. Damit begann der ewige Winter. Cool. Ich denke nicht, dass der Drache den Bewohnern des Bergs schaden wollte. Er wollte einfach nur das Land beschützen. Es ist eine Warnung an die, die glauben, dass sie alles besitzen können, wonach ihnen ist. Gierige Leute, die sich nicht um die anderen scheren, selbst wenn das bedeutet, dass sie ihren Brüdern Leid zufügen. Glaubst du, die Nachkommen des Drachen streifen noch durch die Berge? Ja, wenn du das gerade so erwähnst. Es wäre faszinierend, einen zu treffen. Nein. Vielleicht hast du recht. Naja. Natürlich gibt es... Da gab es die Möglichkeit, ja, zu sagen. Aber... Natürlich gibt es eine Höhle im Frostberg. Vielleicht wartet dort ein Drache auf dich. Falls es dich interessiert, die Höhle ist nahe der Brücke beim Berggipfel. Du kannst dem Pfaden folgen, um sie zu erreichen. Bist du neugierig dafür, einen lebenden Drachen zu finden? Ja, unbedingt. Lass es mich wissen, wenn du etwas entdeckst. Aha. Okay. Das heißt, das ist jetzt der Anfang der Nebenquest. Ja, anscheinend. Und dann dadurch, wenn wir da weitermachen, jetzt. Wenigstens ist es jetzt so offensichtlich gewesen. Ja. Immerhin, ne? Oh, guck mal. Soll ich wieder. Nein. Tut mir leid. War die falsche Taste. Ja, eigentlich dahin. Ich würde dir ja helfen, aber ich kann nicht. Gibt keine zweite Picke. Also, man könnte sie sich kaufen für 5000. Glaube ich. Ja, ja. Für viel zu viel. Ich halte dich warm. Danke. Das ist ja immer nur deine Krücke einstecken. Ohne. Ja, ja. Deine Krücke. Fängt aber trotzdem mit K an, ne? Ja. Sogar grr-mäßig. Ach nö. Du sollst mal zum Arzt gehen, ja? Ja, irgendwie hast du da was, ist nicht so... Ich wette mit dir, den haben wir doch mit hier oben hingeschleppt. Und dann ist er erst da diese paar Meter hingelaufen. Ja, genau, der war die ganze Zeit im Rücksack. Und für die drei Schritte, die er jetzt ins Bild gelaufen ist, ist er schon fertig. Dieser Weg war ziemlich gutes Training. Die 3 Meter. Oh, sieh mal, da gehe ich aber nicht rauf. Okay. Ist das nicht die Hülle von der... Der Basil? Das da. Ja, ja. Mr. Basil gesprochen hat? Für mich sieht das wie eine normale Hülle aus. Willst du nicht stehen bleiben? Ein Schlüssel. Wir brauchen einfach einen Schlüssel. Schon wieder. Ob das nun die richtige Hülle ist oder nicht, ich wette, da drin befindet sich etwas Spektakuläres. Was uns tötet. Wenn es kein Drache ist, dann wahrscheinlich das Dungeon, von dem der weiße Elbi gesprochen hat. Ja, wahrscheinlich. Lasst uns den Schlüssel finden, um es zu öffnen, Jan. Ich hoffe, dass ich richtig liege. Ja, das werden wir dann sehen. Schlüssel zur Höhle. Lass mich raten. Wo soll er? Der da unten will er? Nee, der da unten. Die nerven ja nur da. Die da unten. Hat bestimmt was mit diesen Dings da oben zu tun. Oder wir gucken gleich mal in die Quest, was da jetzt genau drin steht. Okay, hier passiert nichts. Okay, dann gucke ich jetzt hier mal in die Quest. Schlüssel zur Höhle. Mr. Basil hat nicht gelogen. Im Frostberg gibt es einen Dungeon. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden. Besuchen wir in den Bergregionen. Okay, dann...
Okay. Wahrscheinlich müssen wir dafür aber Sachen töten. Wahrscheinlich, ja, oder hier liegt irgendwo dann was rum oder so. Vielleicht unter der Fußmatte oder so. Ja, wahrscheinlich so irgendwie. Aber ein Golem mache ich nicht. Ja, zumindest nicht. Da hinten. Das ist eine Silberkiste, ne? Ja, das sind Silberschlüssel. Ich habe nur einen Kupferschlüssel. Ich glaube auch nicht, dass wir für so Sachen dann einen Schlüssel brauchen. Weil das wäre ja noch schlimmer. Ja, der Baum ist da auch schön im Weg. Jetzt nicht runter? Hm. Ja, weil. Ja, ist es. Ja, warte mal, vielleicht. Ich weiß ja nicht. Ja, in der Bergregion. Ah, guck mal, da westliche Karsthügel. Dann gehen wir da hin. Da müssen wir runter. Dann müssen wir halt. Ja, die Bergregion ist halt groß, ne? Mal gucken. Aber wenigstens stockt es jetzt nicht so. Weißt du, dass man jetzt überhaupt nicht wüsste, was man zu tun hat. So können wir wenigstens, dadurch, dass wir die Nebenquest jetzt so, Gott sei Dank offensichtlich. Ach, guck mal. Noch was? Hallo, freut mich, dass ihr vorbeikommen konntet. Seht ihr die Wachen da drüben? Ich fürchte, sie sind nicht an dieses Klima Das ist doch nicht mein Problem. Hier, guckt mal uns an, wie wir rumlaufen. Das Wetter ist ein bisschen zu kalt für sie. Vielleicht könntet ihr ihnen mit einem netten heißen Getränk aufwärmen, helfen. 500. Ich will dafür 2000 haben. Was müssen wir denn da machen? Mit Miss Apple im Pfotendorf reden. Kann mir Buckel runterrutschen. Wir müssen jetzt hier erstmal nach dem Schlüssel suchen. Genau. Und dann kümmern wir uns. Dann sterben wir jetzt um. Nein, ich denke mal, wir werden dann, wenn wir den Schlüssel, wenn wir da eine Spur haben, dass wir den gedingst haben, dann gehen wir ins Rotendorf zurück. Und dann gucken wir, was wir genau an warmem Getränk wir machen müssen. Brauchen und so. Wahrscheinlich müssen wir dafür wieder irgendwas anbauen, was wir nicht haben. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Den östlichen Cast. Und wir müssen? In die westliche. Das hier lang? Denke, muss ja sein. Da, westliche Casthügel. Also hier muss der, hier ist wohl irgendwo der Schlüssel. Ja, habt ihr einen Schlüssel gesehen? Hey, hallo, Schlüssel? Gibt's hier einen Schlüssel? Guten Tag, einen Schlüssel? Hat jemand einen Schlüssel gesehen? Wir suchen einen Schlüssel. Ah, da hinten. Dann. Jetzt kannst du den da nicht einsammeln. Na, warte, ich muss richtig stehen. So, was sollen wir jetzt tun? Soll ich gucken? Ja. Ja, Schlüssel zur Höhle. Das war's. Oder? Geh zur Kristallhöhle in der Frostbank. Aber wir gehen trotzdem erst nach Pfoten. Wir können ja uns dann aus dem Dorf teleportieren. Ich will unbedingt wissen, was Miss Apple vielleicht haben will. warm Kakao oder irgendwie. Müssen wir bestimmt irgendwas anbauen oder sowas. Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass wir Kakao. Und dann müssen wir bestimmt, haben wir wieder eine Quest von der blöden Tante da, die beim Anbau hilft. Aus dem Weg.
Eis und Fett. Scheiße, das Schneemonster, wohin? Du bist gerade in die Sackgasse gelaufen. Ja, ich merk's. Ganz ehrlich, dafür. Mach weiter, dann zieh ich dich mit. Entschuldigung. Meinst du auch ruhig weitergehen können und ziehst mich schon sowieso hin. Ach, guck mal. Karamell will auch irgendwie was. Ja, dann sprich. Langweilt es euch nicht immer nur im Park zu spielen? Können wir nicht zum See gehen? Nö. Echt spießig. Dann kommen wir auf unsere Abende. Sie haben uns gesagt, dass wir nicht zum See gehen sollen. Das weißt du doch. Ja, das letzte Mal, als wir das Dorf verlassen haben, war Opa richtig sauer auf uns. Seine Hörner haben sogar geklöht. Er ließ mich eine ganze Woche lang keinen Nachtisch essen. Mir macht's keinen Spaß. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Ja, hey, Jan, nimmst du mich mit? Ja, natürlich, wir brauchen noch einen Camper. Ich verspreche auch, dass ich nichts anstelle. Also ist er genauso nutzlos wie Macaron. Opa! Karamell ist ungezogen. Er bittet Jans ja, ihn mit aus dem Dorf zu nehmen. Erin, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Du bringst dich selbst in Schwierigkeiten, Kara. Soll ich das deiner Tante erzählen? Du bekommst sicher ein Jahr lang keine Kekse mehr. Nein, nimm sie mir nicht weg. Meine Kekse. Kinder sind grausam. Du bist so gemein, Rose. Rose oder... Ja, Rose. Oh, Nyanza, kannst du da was besorgen, dass deine Stimmung aufhält? Hä? Das seine. Meine ist sowieso im Keller. Nee, war ein Scherz. Ja, natürlich. Wahrscheinlich kommen wir ohne euch sowieso nicht weiter. Ich habe gehört, dass die Leute aus der Stadt andere Arten von Nachspeisen haben. Vielleicht tut sowas. Bitte beeil dich, ja. Ja, es kann dauern. Ich bin genervt von seinem endlosen Gelagel. Mhm. Davon kann ich ein Lied singen. Danke. Warte. Okay, du bist noch still. Hallo, Liebes, brauchst du was? Blablabla. Natürlich, kann ich machen, wie von dir gewünscht. Kannst du mir beim Sammeln von Schneeflocken helfen? Ja, wir haben Schneeflocken. Ich frage mich, ob es einen Unterschied machen würde, wenn wir Eiskristalle statt Wasser verwenden würden. Vielleicht würde das den Geschmack verbessern? Was müssen wir, wie viel? Also, Ersatzzutat. Ja. Es gibt 10 Schneeflocken. Eine habe ich noch einstellen, ja, aber haben zu Hause. Haben wir. Los, komm. Ja, ich hätte jetzt noch geguckt, was wir für... Achso, warte. Okay, ja gut, dann... Was wäre... In welcher Stadt? Da, das voller Bauch. Ja, falsche Taste. Liefere Parfum an Dings. Also müssen wir in der Riviera Festo gucken, ob wir ein Parfum kaufen können. Ja, dann... Sag mal... Was braucht man denn für ein Parfait? Ja, das weiß ich nicht. Unter Umständen hat das dieser... Hat das jemand da zum Verkauf. Und wenn wir aber nochmal zu Rivero... Naja, egal. Ist egal. Jetzt teleportieren wir uns ein paar Mal hin und her und dann ist alles gut. Schenke im Zaun. Ja, guck mal. Wird doch bestimmt er sein hier. Hallo, hallo, was kann Pickel heute für dich tun? Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ein besonderes Dessert? Warum nicht? Pickel hat sowas in Angebot. Willst du was probieren? Nee, probieren nicht, ich will kaufen. Ah, aber Pickel hat vergessen, ein paar Erdbeeren zu sammeln. Also müssen wir Erdbeeren anbauen. Danke.
meine guten Abenteurer ein paar hätte, könnte Pickel ja in 0,1 sein. Das heißt, wir haben 4 Tage Schlaf. Ja, ja, genau. Nee, jetzt gucken wir an. Ja, nehmen wir an. Fantastisch, Pickel, werdet geduldig warten. Wieso können wir das nicht einfach kaufen? Wie viel brauchen wir denn? 5 Erdbeeren. Okay, das geht Ernte 5 Erdbeeren. Was hat sie? Nix, ne? Die hat nur Eier. Also holen wir uns gleich noch. Die hat auch Erdbeersaat, ja. Erdbeeren. Erdbeeren. Jetzt werden wir wieder von Quests überrannt, ne? Ja, also. Ja, ich will. Lass ich so mal viel anbauen, damit wir davon ein bisschen was verkaufen können. Achso, ich muss erst. Wieso kann ich denn nicht. Warum hat man hier keinen Warenkorb? Scheiße, das können wir noch nicht. Ja, denn. Ich will lieber von allem mal was da haben, wenn mal was gebraucht wird. Wir haben noch Kohl. Kohl haben wir. Also, da haben wir schon 5. Ach, das war Grünkohl. Ja, Grünkohl, ja. Kohlsamen habe ich noch gar nicht geholt. Nee. Wir haben aber auch. Ach, guck nur noch 800. Mal. Siehst du mal, du bist voll so ein. Der Spaßnase. Ich finde die Preise so. Ja, gut. So ein bisschen ausgeben muss man ja. Ja, ja, klar, du musst investieren und so weiter. Also, damit du es halt Saat kaufen kannst, aber. Achso, du hast jetzt überall 10 gekauft, ne? Ja, und? Ja, weil die Felder sind halt immer. Ja, ist mir doch egal. Ja, ist ja gut. Ich halte mich jetzt nicht mehr da dran. Wieso ist mein Inventar voll? Da rein. Ja, nehme ich auch mit. Ah, nein, noch nicht. Aber ich mach mal. Scheiße. Dann mach doch einfach oben die 3, dann haben wir da halt ein 12er-Ding. Oder ein 11er-Dings, das macht doch nichts.
Dann ignorierst du das hier. Ja, das ist ja... Wenn es halt... da nichts gesät wird, dann wird da auch nichts ge... Ich habe jetzt keine Erdbeeren gekauft. Dann lass uns die anderen Sachen jetzt schon mal setzen, dann hast du ein freies... Ich verstehe das nicht. Ist alles gut? Da. Oder ja, wahrscheinlich hast du... Ja, weil du dann auf das andere Dings bist und so weiter. Und ja, du hast dich ja beschwert über den nicht existierten... Warenkorb. Mann, du bist im Weg. Ich bin gar nicht im Weg. Ah ja, weil du mich störst mit deinem Feld. Wieso? Also, das habe ich jetzt nicht... Wegen deinem Grünen. Das hat mit meinem Grünen... kollidiert. Guck dir das an, wenn du dazukommst, dann weiß ich halt grad... Ja. Also, kannst gießen, wenn ich hier weg bin. Ja, mach halt da und dann kannst du die anderen drei machen. Also muss ich ja noch E-Felder machen. Oder habe ich weiter unten? Nee. Okay. Also noch zwei. Ja. Also das hier und dann noch eins für die Erdbeeren. Genau. Mach's auch hier hin. Was mache ich denn? Muss ich ausrüsten? Ich einfach glatt die Erdbeeren. Ich hoffe, das reicht vom Geld. Dass er wenigstens... Ich glaube, die kosten 60 pro Stück. Und ich nur. Also wenn nicht, dann kaufen wir halt nur die 5, die wir brauchen, um sie... Ja, ja, ja. Die Quest dann halt. Tut mir leid. Erdbeeren. 275 Pfennies, ist das nicht schön? Na gut, wir können ja dann, der Rest wird ja dann wieder verkauft, naja, wenn er fertig ist. Gleich. Wir hätten auch zur Höhle gehen können.
Können wir auch machen und schon mal reingucken. Ist mir nur jetzt gerade so eingefallen, dass wir eigentlich gar nicht Zeit damit verschwenden müssen, dann auf die Erdbeeren zu warten. Ich wollte die Hacke halt wegräumen. Ja. Gut. Bin schon wieder weggebeamt. Gesundheit. Schon vorbei. Aber Gesundheit. Nein, ne? Mhm. Und dann müssen wir sowieso wieder nach oben, ne? Auf, ja. Da, wo die Höhle ist. Genau. Weiß man nicht, wie wir da einen Schlüssel brauchen? Als besorgt Gegenstand, damit ihr in die Höhle dürft. Könnte auch also ein Passierschein A38 gewesen sein. Ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. Welche? Ah, dieses unheilvolle Gefühl. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Sei vorsichtig, Nyan. Ich warte hier. Bis sie irgendwann zurückkommt. Einfach so ein... Oh, guck mal, den machen wir wenigstens. Bei Goldbahn. Die machen Schaden. Wir machen Schaden, dass man. Ja, aber guck mal, meine Lebenspunkte. Oh. Ja, was war das? Bist über das Christ. Über den Kristall. Irgendwie. Gekrabbelt oder sowas. Baumwollblüte, hm? Ist ja schön, dass ich gleich tot bin. Warum gibt's hier nicht mal Lebenspunkte? Hm? Ja. Wenn wir jetzt da eben noch, weiß ich, 20 Omelettes kaufen müssen. Wow, was ist das denn? Ich gehe heim. Den greife ich nicht an. Nö, erstmal nicht. Oh nee. Ach, den müssen wir killen. Hab ich da Lust drauf? Nee, ne? Hallwächter. Erstmal wissen, was der so treibt. Wir kratzen dem quasi nur am Arsch, ne?
Ja, ich bin halt am... Weiß halt nicht, was für eine... Na gut, mit... Also 14 geht ja noch. Also dann, wir machen zumindest mal Schaden. Nicht so wie 1 oder sowas. Ja, aber... Komm mal her, du Dödel. Uff. Dem sein Angriff hat eine relativ hohe Reichweite. Tut mir leid. Ja, ich wollte... Was treibst du auch da? Ich hab einen Angriff gemacht und du kannst den Angriff nicht abbrechen, um auszuweichen. Das wird wieder Ewigkeiten dauern. Ja. Und das da ist auch irgendwie... Wenn er dann wenigstens auch mal in unsere Scheiße reinlaufen würde. Wenn ich wenigstens den erreichen würde. Okay, der sollte vielleicht... Ja. Wie? Hat aber gerade noch so gereicht. Ach no, das bringt ja nichts. Oh, ja Mann. 100 Schaden, das war ja... War gar nicht so schlecht. Mir gefällt das auf dem engen Eck hier nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir so weitermachen. Oh. Ah, oh, okay. Wie geil war das denn jetzt bitte? Einfach runtergeworfen und dann einfach ist der... In anderen Spielen... Wir müssen hier mal... Andere Seiten aufziehen oder so. Ja, ich meine auch irgendwie, dass ich auch hier besser was sehen kann. So. Bitte. Was ist denn das hier überhaupt für eine Sicht? Eine schlechte. Kann ich hier eigentlich schon durchlaufen, oder? Also ich warte immer, weil sicher ist sicher.
Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ja, was mache ich denn? Ich bin falsche Taste gedrückt. Vielleicht fliegt er wieder runter. Ja. Ach Mann. Hallo. Na, ja, kommt er. Er kommt. Oh nein, wie kann ich... Pause. Oh Gott sei Dank. Dann gehe ich mal kurz ins Pause. So, da sind wir wieder. Und, gut, jetzt müssen wir erstmal wieder reinkommen. Jetzt geht los. Ach, ich muss ihm ja mal aufs Hirn hauen. Ja, komm doch her. Immer dahinter. Hallo. Kommen Sie so. Bitte hier hin. Also nicht so, aber schon näher. Also so geht es mal schon gar nicht. Das war wieder arschknapp, ne? Knapp, ja. Ah! Wo hau ich denn hin, hey? Ich glaube nicht, dass er davon beeindruckt ist, wenn ich einfach wild in der Gegend rumfuchtel mit dem Schwert. Jetzt ist er schon wieder nach hinten geschossen. Hauptsache er kann die Angriffe perfekt hier immer platzieren, ne? Ja, ja. Ja. Jetzt geh mal wieder in die andere Richtung, bitte. Oh Gott. Ich bin froh, dass wir anscheinend nicht dem Abhang runterfallen. Ja, ne? Ja, da noch ein kleiner Furz. Aber der hat nichts gebracht. Aber das bringt wieder aus. Ich war schon wieder auf der... Ich hab wieder irgendwelche Felsen... ...beklopft. Ich kenn das irgendwo, ja. Ach, der macht jetzt noch einen Angriff, oder? Nee, du hast den unterbrochen, den Angriff. Deswegen. Nein, das ist nicht gut in die Richtung. Da ist nämlich Sackgasse. Ich würde den halt auch gerne noch weiter, mal... Weiter hier in die... Er hat wenigstens kein Rad. Ja, vor allen Dingen sieht man seine Angriffe, weißt? Und du kannst darauf reagieren. Upp.
Besser als auf Erdbeeren zu warten. Ja. Komm mal wieder hier hin. Da hinten in die Ecke. Ja, brennt. Und wieder? Ja. Warte, kannst du Pause machen? So. Da sind wir wieder. Warum nicht? Kriegen wir den jetzt noch in den letzten... Ohne dass noch mal jemand... Ja. Ja. Okay, also. Also, ich bin da unten. Das war ein bisschen... Er hat ja nimmer viel. Aha! Oh, eine Tiara. Warte mal. Gucken. Also, wir haben eine Wassersphäre gefunden und eine Tiara. Magieverteidigung 30%. Aber jetzt ist der Dings offen. Jetzt können wir mal gucken, was da hinten noch ist. Ja, wahrscheinlich das... Das Relikt nochmal, oder was? Oder irgendwas anderes. Oder was anderes, was wir dann haben. Das Talhöben in der Ebene 2. Ja, und jetzt? Schauen wir mal. Auf jeden Fall viele Pennies. Also, was heißt viele Pennies? Dann gucken wir auf unseren Kontostand. Also, ich finde, das ist nicht viel. Nicht viele Pennies, aber da ist das tatsächlich das nächste Relikt. Ja. Goldschlüssel. Hast du einen Goldschlüssel? Mal Pennies. Oh, irgendwie. Ich dachte jetzt schon so. Es kommt irgendwas. Jetzt kommt der Drache. Bekämpf den Drachen. Dup, 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 dup. Aber da passiert noch was. Ja, natürlich, mit Sicherheit. Nicht so schnell. Jan, pass auf. Ha. Ah, der hat das jetzt geklaut. Bist du verletzt? Wo ist das Relikt? Ja, wo wohl? Oh nein, sie haben es. Ah, das ist so ärgerlich. Hinter ihnen her, Jan, bevor es zu spät ist. Aha. Okay. Soll ich mal gucken, was das für eine Quest ist. Wer ist das? Geh raus und finde das gestohlene Relikt der Wahrheit. Okay. Wenn wir jetzt nochmal einen Boss irgendwie bekämpfen müssen. Naja.
Bleibt uns ja dann erstmal nichts anderes übrig. Hey, du, die warte! Er wartet ja wirklich. Ah, du wieder. Ja, wer denn sonst? Hallo, Cousin, hast du mich vermisst? Kaya, gib uns das Relikt zurück. Nein, ihr werdet mir die anderen Relikte übergeben. Commander Hazel? Was soll das bedeuten? Gib uns die anderen Relikte, Soldat. Ich frag dich freundlich. Nein, fragst du nicht. Aber ich verstehe nicht. Was wollt ihr damit anfangen? Sie verursachen nur Leid. Wir dürfen nicht auf die Macht der Relikte vertrauen. Seht nur, was sie mit den Monstern machen. Könnt ihr euch den Schaden vorstellen, den wir davontragen würden? Commander? Wir nutzen die Macht, um die Monster abzuwehren. Wenn wir es schaffen können. Moment. Wenn wir es schaffen, können wir die Macht wieder in den Relikten versiegeln. Unsinn. Was denkt ihr, haben eure Vorgänger während der ersten Kalamität gemacht? Genau das, was ihr nun versucht. Wohin hat uns das gebracht? Die Geschichte wird sich einfach nur wiederholen. Wir hätten sie von Anfang an nicht einsetzen sollen. Früher oder später werden sie unser Leben in Gefahr bringen. Commander, bitte. Hör uns zu. Das ist die beste Chance, um mehr Leute zu retten. Magie muss Leuten oder Dingen keinen Schaden zufügen. Es hängt vollkommen von dem ab, der sie einsetzt. Das ist genauso wie bei jeder anderen Macht. Es tut mir leid, Soldaten. Wenn euch meine Worte nicht überzeugen können, wird es mein Schwert tun. Ja, gut, komm her. Komm her, du kleine Commander, Tante. Können wir nicht noch ein bisschen weiter. Nein, wir reden nicht weiter. Hazel, Liebes, wir müssen nicht. Doch. Zurück, Chat. Ja, dann mach. Hört, Soldaten, wir haben nicht viel Zeit. Die Dinge werden sich immer mehr zum Schlechten. Was wenden sich? Ja, wie auch immer. Wenn ihr immer noch reden wollt, dann versucht mich zu überzeugen. Was bist du für eine Blöde? Ja. Wow. Mal davon abgesehen, dass die. Was? Ein größeres Schwert hat? Nicht nur ein größeres Schwert hat, sondern auch. Das ist jetzt nicht mal ein bisschen übertrieben. Au. Oder ist das jetzt ein Kampf, den wir nicht gewinnen können oder Wahrscheinlich. sowas? Es ist. Ja, und jetzt? Haben wir immer, wenn wir da hinkommen oder sowas, müssen wir erstmal gegen Hazel kämpfen? Ja, dann probieren wir das einfach. Ja, jetzt gucken wir erstmal. Achso, es regnet eh. Wir haben ja, glaube ich, Schneeflocken, die könnten wir noch abgeben. Weil wir haben jetzt auch schon zeitlich. Ja, ich weiß, aber Ja, ich. was denn? Du wolltest doch jetzt wissen, ob wir da dann jedes Mal. Jetzt können wir ja dann gucken. Wir müssen ja sowieso dann das Getränk abgeben. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend, oder was? Nein, ich hätte jetzt zumindest das Getränk fertig gemacht, weil die Wieso das Getränk? Dafür brauchen wir doch die. Ach nee. Schneeflocken, die wir haben, die ich schon die ganze Zeit einstecken habe. Danke für deine harte Arbeit. Tut mir leid, dass ich dich immer mit meinen Experimenten belästige. Wir werden noch immer zu dir geschickt. Sieht gut aus, aber schmeckt es auch so?
Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Oh, noch eine Wassersphäre haben wir gekriegt. Hoch. Ab. Dann können wir ja noch einen Versuch auf Hazel machen. Aber gegen was? Eis oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Feuer, ja, sie hat kriegt halt von allem so ganz mehr oder weniger in Anführungszeichen Normalschaden. Die tut halt. Hallo Soldat, beschützt auch du diese Gegend? Ja, wir machen hier die ganze Arbeit. Ja. Für mich? Danke sehr. Tut mir leid, dass ich alle Sorgen bereitet habe. Schließlich ist es nur unser Job. Uns Sorgen zu bereiten? Na, danke. Ja, kümmere dich mal um deinen Commander. Bitte sag der Lady, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Mir geht's gut. Okay. Ah. Brrr. Hallo, Freund. Brauchst du was Bestimmtes? Danke dir, mein Herr. Oh, das tut mir leid. Wachdienst ist schwer, weißt du? Wir müssen uns an den verschiedensten Umständen anpassen. Ja. Solche Sachen muntern uns wirklich auf, danke. Hey. Noch eine Wache hier rumstehen? Oder war es das jetzt schon? Kannst du aber nachgucken. Ja, das war's. Jetzt haben wir nur noch irgendwie dieses Parfait. Genau. Und. Genau, wir müssen erst die. Was ist spezial? Das ist die Erdbeeren finden, damit wir das Parfait kriegen, was wir dann weitergeben. Und was haben wir jetzt hier? Besiege Commander Hazel. Also müssen wir jetzt erstmal Hazel besiegen. Probier mal aus. Anstatt, dass sie das einfach sein lässt, die... Dumme Nuss. Aber das war ja so klar. Ja, ja. Ah, guck mal, wir sind... Was? Hallo? Was soll Warte das mal, denn ich guck jetzt? Mal, ob ich dich... Ob ich... Ja. Also so. Ich glaube, es geht los. Krasse. Wir müssen einfach so vorgehen, du darfst nicht... Ah, ja. Ja, Oh. Was treibt die? Achso, die steckt im Feuer. Nichts, die steht im Feuer, deswegen... Oh. Angriff. Okay. Blöde Kuh. Nix sagen. Aha. Okay, ich glaube, das ist eine gute Überleitung, das dann für heute sein zu lassen. Dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwie... Wir haben jetzt auch noch ein paar Wassersphären. Ich können wir noch einen Skill uns kaufen oder sowas. Okay. Schauen wir mal. Ja, aber dann war es das zumindest mal für heute. Es geht weiter bei uns am Montag. Du bist morgens dran mit dem neuen Wesen. Embers Airlines. Embers Airlines. Also wie Delicious Reihe und so weiter. Ja. Halt so Zeitmanagement. Und nachmittags geht's auf die Farm, oder? Ranch. Ranch, Farm, Dingensbums. Jetzt, wo wir keine Schweine mehr haben. ja, schauen wir einfach mal, was wir da so treiben. Ansonsten, wer genau wissen will, was und wann wir streamen, kann gerne hier auf unseren Twitch-Streamplan schauen.
oder am besten auch uns auf Twitter folgen, @calibgirth. Da gibt es nämlich diese Infos dann auch immer, auch wenn sich was ändert, also was ausfällt oder sonst irgendwie es Infos gibt, dann ist das auf Twitter zu finden. Ansonsten, wer noch mehr sehen möchte, kann gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen, youtube.com/calibgirth. Da gibt es nämlich all diese Videos auch zu sehen und auch noch vieles mehr außer unseren Streams. Einfach mal reinschauen, sich unterhalten lassen. So. Ansonsten wünschen wir noch ein schönes Restwochenende. Startet dann gut in die neue Woche. Bleibt gesund, habt Spaß und tschüss.